Heidi. Gestern bekam ich schon wieder den Eilbefehl, mir etwas einzubilden, je nach meinem Geschmack. Also mein Wunschtraum war doch immer eine Gewölbemauer im Rahmen des Wasserkraftausbaus in den Alpen, weißt du doch. Erinnerst du dich, wie oft ich mir selbst dafür die Erlaubnis gab und jedes Mal wieder nichts? Das Unvollendete ist nicht unvollendbar, im Gegenteil, es muss gehen, es muss einfach, in 3 Jahren ist es fertig, würde ich mal sagen. Ich habe nie am Sinn meiner Bemühungen gezweifelt und schau, da laufen sie auch schon dahin, in die Landschaft hinein, meine Mauern für den Plumpspeicher, ich meine Pumpspeicherbetrieb, riesige Mauern, die förmlich einladen, sich darauf niederzulassen. Österreich ist frei, Österreich wird ab sofort noch viel freier werden, Österreich blutet, aber Österreich baut auch, Österreich baut an, Österreich baut weiter, viel, viel weiter, als es zuvor gedacht hat, es baut auf und dann baut es dann das Aufgebaute an. Aber die Baustelle ist ein Kampfplatz, beinahe ein Krieg, kein Krieg zwischen Menschen und Menschen, wie uns eine liebe Gewohnheit geworden war. Nein, hier greift der Mensch die Natur an, die Bergwelt, das harte Gestein. Freilich, manchmal schlagen die Berge zurück und töten und verwunden, aber zum Glück tun das nur die Berge, nicht wir, nicht wir. Es ist ein Kampf, aber es ist kein sinnloser Kampf. Österreich hat eine großartige technische Leistung erbracht. Es hat auf dieser Baustelle die Gewalt bezähmt. Dieses kleine Land, welches die Gewalt kennt und daher sofort erkennt, wenn sie dem Land wieder mal dumm kommt und droht. Der Ausdruck Zufriedenheit ist gar kein Ausdruck für das, was wir geworden sind, Österreich. So wächst es empor, das Werk, stelle ich mir vor. Nur Einzelgänger, denen das Gebirg Beute ist, stellen sich sowas im Ernst vor. Sie finden nichts merkwürdig, auch einen Weltkrieg nicht, weil sie ja mal so allein sind. Sie finden nichts annähernd Großes in ihrer näheren Umgebung, daher gehen sie suchen, die übrigen leben überhaupt nur stumpf dahin. Der Torso, stumm in neuer Wirrnis, waltend, so stumm wie er Vergangenes überstand, ist Erbe und Verpflichtung seinem Land Ingenium, wird trotzdem sich entfalten. Und zwar stelle ich mir das Entfalten ungefähr so vor, wie mit eisernen Handschuhen, damit wir uns nicht schon wieder die Finger verbrennen, denn diesmal bauen wir vor. Die Moserbodensperre würde das Staffelholz als erste nehmen und mit ihrem eigenen Bau beginnen, damit sie einmal 104 Meter hoch und 462 Meter lang und an der Basis 70 Meter dick wird. Wenn sie endlich steht, läuft die Drossensperre weiter und unternimmt ihren Angriff. Ich meine, sie wird in Angriff genommen werden. Sie wird 112 Meter hoch und 357 Meter lang. 335.000 Kubikmeter Beton werden darin verbaut. 1955 wird es fertig. Das ist die Logik des Werks, in der kein Fehler zu finden sein wird. Da laufen sie also, meine wilden Pferde. Ich springe während ihres Galopps vom Rücken des einen aufs andere, mich verarbeitend mit den Massen zu unlösbarem Beton. Unsere Gattung muss und muss und muss tun und tun und tun und tun. Warum tun es dann nur so wenige? Warum dürfen es Fremde nicht, die keinen maßgebenden Einfluss auf die Führung eines Betriebes als Führungskraft haben, schau hin, die Landschaft. Nein, diese Landschaft haben wir nicht gemacht. Wir haben andere Landschaften.